Zwei Jungs aus dem oberfränkischen Hof eroberten vor 8 Jahren mit ihren kunterbunten Mützen die Szene und haben Häkeln zum neuen Trend gemacht. Sie zeigen, dass aus einer kleinen Idee etwas Großes werden kann. Angefangen haben sie mit dem Verkauf von fertigen Mützen. Mittlerweile ist das Mai-Boschi-Garn das meistverkaufte Garn in Deutschland. Und das im digitalen Zeitalter. Also wir haben angefangen als Häkler von Mützen. In der Zwischenzeit sind wir im Internet, aber auch stationär der kreative Ideengeber für junge Leute. Und da nutzen wir die moderne digitale Welt, um dieses traditionelle Thema Handarbeiten gut aufzugreifen. Doch der Weg in die Selbstständigkeit ist nicht immer leicht. Unterstützung bietet hier die IHK Würzburg-Schweinfurt. Beim IHK Unternehmersymposium 2017 werden Interessierten aktuelle Trends und Themen für eine neue Gründerzeit vorgestellt. Also wir sind hier Anlaufstation für neue Ideen. Wir schauen, dass wir diese neuen Ideen in einen Businessplan bekommen, der dann auch zukunftsfähig ist. Wir kümmern uns auch um entsprechende Finanzierungsmöglichkeiten. Wir beraten, wir haben Seminare, wir haben ein großes Portfolio für alle möglichen denkbaren Ideen, die bei uns entsprechend herangetragen werden. Für die Zukunft werden Gründungen immer wichtiger. Einmal für neue Innovationen, aber auch um Nachfolger für Unternehmen zu finden, um so die mittelständischen Strukturen in Mainfranken zu sichern. Mai-Boschi-Gründer Thomas Jänisch hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Ich denke, dass man gerade so Geschäftsideen, wie wir sie hatten, wo man wenig Anfangskapital für Investitionen braucht, dass man das einfach mal ausprobieren sollte, weil man kann, außer dass man ein bisschen Zeit verliert, nur dazu lernen. Und dabei berät und unterstützt die IHK Würzburg-Schweinfurt. Wollen muss der Gründer selbst.